Ja, hallo, liebe Weltraumfreunde, ich bin Satenshi und wir spielen ein bisschen FTL Faster Than Light. Ja, wir haben sind wir in den Zoltan Control Sector geflogen, haben wir dann pausiert. Wir haben nicht mehr viel Treibstoff, ist ein bisschen schwierig und ich muss natürlich noch was sagen. Und zwar habe ich jetzt gerade 2 Folgen aufgenommen und danach habe ich mitbekommen, hinten an meinem Rechner ist der Stecker raus gewesen. Mein Mikrofon war zwar an, aber mein Stecker war draußen. Das heißt, normalerweise würde ich mich jetzt ärgern und nochmal aufnehmen, aber es geht nicht. Bei FTL geht es einfach nicht. Bei FTL muss man leider immer weiterspielen. Man kann keine Save-Stats zwischendurch machen. Das heißt, ich muss jetzt diese 2 Folgen, die ich aufgenommen habe, ohne meine Stimme nachsynchronisieren. Normalerweise, wie gesagt, mache ich das nicht, aber ich muss es machen. Das könnte jetzt etwas langweilig werden, weil ich keine Ahnung habe, was habe ich denn da jetzt gequatscht. Und zum Beispiel jetzt frage ich mich die ganze Zeit, warum ist denn die Karte die ganze Zeit offen? Das gibt's ja gar nicht. Ich glaube, da habe ich irgendwas von Star Trek erzählt. Ja, mal gucken. Vielleicht kriegt man es auch so irgendwie hin, dass wir hier irgendwie die Zeit rumkriegen. Ich finde es echt schade. Es hat mich tierisch aufgeregt, weil es waren eigentlich ganz coole Kämpfe dabei. Ja, auf jeden Fall, jetzt schauen wir uns gerade an, dass die Hülle, die ist ziemlich schwach. Da könnte ein bisschen mehr sein. Energie ist aber alles in Ordnung. Pilotenskill, alles super. Nur unser Fuel ist ein bisschen doof. Naja, ich würde sagen, wir springen weiter. Und zwar erstmal hier schön durch die ganzen Nebel, denn ich habe ja noch die Quest, dass ich durch die Nebel fliegen muss. Aber wir haben bloß zwei Treibstoff. Und da wollen wir jetzt so weit wie möglich von dem Rebellenschiff wegkommen. Wenn es dann die Energie ausgeht, ist kein Problem. So, hier haben wir einen Autoscout. Okay, den können wir einfach so wegklatschen. Da brauchen wir kein Anti-Bio-Beam. Da schießen wir einfach so drauf. Die haben natürlich wieder Raketen. Raketen sind immer sehr nervig. Kann man nicht anders sagen. Die sind richtig nervig. Das Problem ist jetzt, wenn ich jetzt nachsynchronisiere, der Bloch, das ist unser Schütze, unser Super-Mega-Schütze, der kriegt das schon alles hin. Nachsynchronisieren ist immer so eine Sache, weil man da irgendwie mehr quatscht, als man im Let's Play gequatscht hat. Und das geht doch ein bisschen auf die Stimme. Das merke ich jetzt. Jetzt fängt es schon an. Naja, auf jeden Fall kriegen wir sie kaputt. Das passt. Noch ein Schuss, dann war es das mit denen. Und jetzt der Laser. Ah, und sehr schön. Easy, vielleicht kriegen wir jetzt Treibstoff. Und... ja, 3 Treibstoff bekommen. Sehr schön, haben wir 4. Und jetzt können wir trotzdem noch den Nebel abfliegen, auch wenn ich zum Distress eigentlich möchte, aber wir müssen die Nebel abfliegen. Wir brauchen Nebelquests. Also, auf zum Nebel. Und da sind wir auch schon. Und, was haben wir gefunden? Nischt. Klasse. Weiter geht's. Super, fängt echt gut an. Und wir sind in einem Ionensturm. So, was haben wir hier? Piratenschiffe, die im Nebel sind? Aha, aha. Okay, und die haben, also einer hat Treibstoff dabei und einer hat Munition dabei. Ja, wir brauchen doch Treibstoff, das ist doch super. Also würde ich sagen, fliegen wir den Treibstoffding hinterher und müssen den jetzt anscheinend auseinandernehmen. Kein Problem, wenn nicht das Problem wäre, dass wir in einem Ionensturm sind. Das heißt, wir haben Energieausfälle. Ich muss irgendwie Laser anmachen. Ich muss irgendwie durch ihr Laserschiff, durch ihre Schilde durchkommen. Und ich sehe gerade, die haben ja Gedankenkontrolle. Das ist auch gar nicht so schön. Aber die können sie, glaube ich, nicht verwenden. Die haben wahrscheinlich eh keine Energie. Die Energie ist auch ausgeschaltet, glaube ich, bei denen. Ja, ach so, unser Oxygengenerator ist aus. Der muss natürlich angemacht werden. Ja, ich möchte aber nicht unbedingt meine Waffen dafür ausmachen. Also werde ich wahrscheinlich die Triebwerke ausschalten müssen. Wäre schön, wenn ich jetzt 2 Laser aktivieren könnte, aber das geht, glaube ich, auch nicht. Also machen wir den billigen Laser an, ganz einfach. Und dann... oder doch die Bombe? Latenci, entscheide dich. Ja, und dann... nee, dann machen wir hier, klicken wir da rum. Ja, so. Da machen wir das. Machen wir die Engine 1 runter. Genau. Und dafür machen wir einen Oxygengenerator an. So ist das schön. Und dann gucke ich irgendwie mit meinem Maus ein bisschen rum. Und dann können wir endlich angreifen. Und zwar erstmal mit der Breach-Bombe gleich die Waffen ausschalten, weil die haben wieder ein Raketenteil. Und... unsere Bombe ist... ja, keine Ahnung. Ja. Klasse. Zu früh den Breach ausgeschalten. Irgendwie kam die Bombe drüben nicht mehr an, habe ich das Gefühl. Und die treffen natürlich. Scheiße, und das brennt. Also schnell Lana und Aki, rüber mit euch. Ihr müsst natürlich da helfen, weil da können wir ja nicht die Luft abpumpen. Das geht ja nicht. Oh, scheiße, das ist ja noch unser Waffendepot. Aber das funktioniert ja noch. Und da treffen die schon wieder mit den Raketen. Ah, immer diese Raketen. Ich hasse die Raketen.
Okay, das war ein normaler Schuss und dann kommt schon wieder eine Rakete und trifft sie. Oh, na klasse, voll die Engine erwischt. Da muss ich sie gleich wieder rüber schicken. Und, okay, wir haben die Waffen getroffen, aber die Raketen sind immer noch aktiviert. Jetzt fliegt schon wieder eine Rakete auf uns zu. Ich krieg die Krise. Viel zu hektisch alles hier. Okay, Aki, nicht Aki, sondern doch Aki muss erstmal sich heilen. Und Lana auch. Und da brennt natürlich gleich die Engine und die ist komplett weg. Das heißt, wir haben keinen Ausweichskill mehr. Wir müssen da auch schon wieder reparieren. Ach du Heiland. Also doch mal lieber die Breach-Bombe wieder nehmen, damit die Waffe auch ausgeht. Und scheiße, Remo stirbt fast. Also schnell Remo in die Krankenstation mit dir. Mein Freund, damit du auch überlebst. Und irgendwie ist mein Hals etwas rau. Ja, jetzt wurde auch unser Schild getroffen. Das heißt, Stick ist ja, glaube ich, die Schnecke heißt da unten, glaube ich, Stick. Die hat jetzt natürlich auch nochmal ordentlich was abbekommen. Kein Problem. Die Bomben kommen drüben an, das ist gut. Die haben jetzt einen Hüllenriss drüben. Dann kann ich jetzt langsam wieder umschalten auf Laser. Und dann baller ich den Laser einfach rüber. Das ist eine gute Idee. Das mache ich. So, Engine ist gleich wieder repariert, das ist gut. Die Schilde sind auch fast repariert und der Laser, er schießt und er kommt natürlich durch ein Zweifachschild nicht durch. Ja, bisschen doof, oder? Ja, was macht man da? Ja, müssen wir gucken. Und jetzt haben sie doch nur ein Schild. Die haben wahrscheinlich die Energie umgeleitet von den Schilden in die Waffen oder so. Deswegen haben die jetzt bloß nur ein Schild. Das heißt, wir kommen trotzdem durch irgendwie. Aber ob das auch reicht? Ja, müssen wir schauen. Und unsere Engine ist komplett aus. Das ist schlecht. Das heißt nämlich, dass die uns treffen. Wir haben also 0% Ausweichen. So, aber ich entscheide mich dafür, die Engine einfach auszulassen und dann lieber schnell die Waffen auszuschalten. Und da kommt ja schon die Rakete und die wird wahrscheinlich treffen, weil 0% Ausweichskill. Oh mein Gott. Und, na gut, hat bloß 2 Höhenschaden gemacht. Ist ja nicht viel. Das ist ja gar nichts. Oh Mann, das gibt's ja gar nicht. Ist schon fast wieder tot. Okay, und? Und? Ja, schießen. Sehr schön. Okay, passt. Und ein Hüllenbruch, aber der schließt sich ja von alleine. Ist ja Schneckenschiff. Aber trotzdem doof gelaufen, würde ich sagen. Und ich muss, glaube ich, besser koordinieren meine Laserschüsse, weil die sonst nicht durch die Schilde kommen. Wie man sieht. Warum mache ich das nicht? Tenchi, bist du dumm? Jetzt habe ich es erkannt. Schießt trotzdem noch 2-mal unkontrolliert. Aber ich treffe noch. Sehr schön. Puh, das ist gut. Wir können es gewinnen. Wir können das noch schaffen. Auch wenn wir ziemlich am Arsch sind. Aber wir können das schaffen. So, jetzt koordinierte Schüsse. Als erstes die Dual-Laser und dann die Hüllenlaser hinterher. Tschung, tschung. Irgendwas kommt immer durch. Das ist das Gute daran. So, das gleiche machen wir nochmal. Dann haben wir, glaube ich, gewonnen. Das wird total chillig und easy. Und ich trinke jetzt mal schnell was. Weil einfach, ich muss einfach, weil ich habe irgendwie so ein Kratzen im Hals. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Okay. Noch 2 Treffer und sie sind erledigt. Yeah! Erste große Schlacht gewonnen. Nur ziemlich ramponiert. Und wir haben sogar einen ganzen Treibstoff bekommen. Das ist ja geil. Yay! Da haben wir wenigstens ein bisschen Scrap bekommen. Da können wir uns vielleicht irgendwann mal irgendwo reparieren. Die Frage ist nur, wo? So, machen wir die Krankenstation wieder an, damit Stick geheilt werden kann. Maria ist sowieso geheilt. Remo war schon am Heilen. Das passt. Okay. Mal erstmal schön aufsammeln. So, bisschen die Engine wieder anwerfen. Dann mal alle an ihren Platz schicken. Okay, Remo. Okay, passt. Dann speichern wir das Ganze nochmal. Ja, und dann geht's los. Mhm. Da ist ein Distress. Da, wir müssen... Ja, da fliegt man einfach vorbei. Das schaffen wir schon. Die sind immer ganz gut, diese Notrufteile. Ich hoffe, dass ich nicht so laut bin, weil jetzt nehme ich nämlich nicht mehr mit mein normales Programm auf, sondern ich nehme jetzt mit meinem Schnittprogramm auf. Und dadurch ist mein Mikrofon wahrscheinlich etwas lauter. Das ist ein bisschen dumm jetzt gelaufen. Aber naja, ich schreie halt gerne rum. So, machen wir die ganzen Waffen wieder an. Ja, der hat sich jetzt getarnt. Das heißt, unsere Waffen laden sich auch nicht auf, wenn er getarnt ist. Machen wir Autofeuer, können wir gleich anmachen und dann gleich rüberschießen. Ja, die kommt eh nicht durchs Schild durch, wie man sieht. Zum Glück haben wir ein Dreifach-Layer. Das heißt, die müssten richtig koordiniert schießen, um da durchzukommen. Also kein Problem für uns. Ist einfach so ein Ding, da müssen wir bloß abwarten. Dann haben wir das auch schon gewonnen. Total geschillt eigentlich. Ah, ja gut, wenn sie sich tarnen, ist natürlich ein bisschen doof. Theoretisch könnten wir jetzt weiter jumpen. Aber wir warten natürlich. Wir wollen ihn ja tot sehen, wir brauchen Scrap. Wir müssen unser Schiff wieder flicken können irgendwann. Ja. Ist interessant. Es ist auch sehr interessant, sein eigenes Let's Play so zu gucken und mal schauen, was da so rauskommt. Und gewonnen!
Sehr schön. Ja, eine Rakete, eine Drohne und 44 Scrap, aber leider kein Treibstoff. Hm. Dann fliegen wir zum Distress. Puh, wir haben jetzt noch zweimal Treibstoff. Das wird knapp. Vielleicht haben die ja Treibstoff für uns. Na, lol. Die wollen Treibstoff von uns. Ja, haben wir nicht. Tut mir leid. Toll, jetzt kriegt man gar nichts. Was für ein sinnloser Sprung. So, jetzt haben wir ein Problem. Also, da ist eine Quest da oben. Da wollen wir irgendwann hin. Jetzt bleiben wir aber gleich liegen. Also nehme ich, glaube ich, den weit entferntesten Ort, damit wir da eine Weile stehen bleiben können. Okay, dann können wir eine Weile stehen bleiben und warten. So, da kommt auch gleich ein Rebellenricker. Den machen wir natürlich fertig. Wenn wir schon warten müssen, dann machen wir sie gleich richtig. Ja, eine richtige Wartedings. Dann machen wir sie gleich richtig schön in die Eier treten, sozusagen. Ja, erstmal schauen. Die haben keinen Teleporter, die haben aber Drohnen und bla. Ja, müssen wir schauen wegen den Waffen. Ja, ich möchte also mit Anti-Bio-Beam mal versuchen, ob wir die jetzt irgendwie noch kaputt kriegen. Die Mannschaft da drauf. Denn da gibt es ja mehr Sachen, die wir dann rausholen können. So, mein Dual-Laser wird jetzt darauf geschossen. Meine Breach-Bombe schieße ich dann, glaube ich, nennen. Ach ja, die Breach-Bombe dann auf die Waffensysteme. Und da, die Rakete hat schon wieder getroffen. Das ist klasse, wenn man nur noch so wenig Hüllenschaden hat. Dass dann schon wieder eine Rakete trifft, ist natürlich ein bisschen doof. Die wollen abhauen, deswegen schieße ich noch auf die Engine. Und dann schießen wir schon erst einen Bio-Beam. Miau, und natürlich ausgewichen. Ich weiß gar nicht, ob beide ausgewichen sind. Kann sein, muss aber nicht. So, und dann schießen wir mal trotzdem noch auf die Waffen. Ah, oh, da kam schon wieder eine Rakete. Oh Gott, ey, ich hasse diese Raketen. So, dann schießen wir schnell noch auf ihren Antrieb. Antrieb, also FTL ist delayed. Jetzt laden die schon wieder ein FTL auf, also schießen wir mal schön da so durch. Das ist schön. Ja, Breach-Bombe wieder mal da drauf, damit die da jetzt nicht so fertig werden. Das Doofe ist nur, das sehe ich jetzt erst. Ah, scheiße, schon wieder Maria wurde getroffen, die Schnecke Maria. Alter, wir haben das noch 4 Hüllenschaden. Ach du Scheiße, und jetzt... Okay, wenigstens ein Typ von den Tod, oder? Der ist doch gerade gestorben. Okay, sehr schön. Oh Mann, das wird jetzt echt ein harter Kampf. Zum Glück sind ihre Waffen ausgefallen und die dürften da, glaube ich, jetzt eigentlich auch einen Hüllenbruch haben. Aber da rennt jemand trotzdem fleißig rein, denn die können sich ja immer wieder heilen in der Krankenstation. Also was machen wir da jetzt am blödsten? Wir könnten ja jetzt im Bio-Beam da durchziehen, aber das schaffe ich nicht. Also ziehen wir von dort nach dort und nehmen uns die zwei... In der Krankenstation getötet. So muss das sein. Da ist ja einer schon mal tot. Jetzt haben sie ihre Waffen wieder. Das ist gar nicht gut. Und den haben wir noch vorbeigeschossen mit unserer Bombe. Und beide Waffen sind wieder da. Und die Raketenwaffe ist auch da. Wenn die jetzt noch eine Rakete schießen, haben wir echt ein Problem. Oh, da kommt sie auch schon. Und vorbeigeflogen. Schwein gehabt. Gut. Soweit so gut. Wir können das schaffen. 4 Hülle, kein Problem. Nicht für mich. 4 Hülle ist doch nicht. Nicht ist das. Gut, dann schießen wir wieder Anti-Bio-Beam gleich rüber. Irgendwann mal. Ich habe tierische Angst vor diesen Raketen, deswegen bombardiere ich jetzt die ganze Zeit ihre Waffensysteme. Aber es kann sein, dass sie gleich abhauen. Das ist ein bisschen schwierig. Aber naja, gut, FTL wird nicht gecharged, das passt schon. Solange die auch keinen Pilot haben, könnten die auch gar nicht weg. Jetzt sind die Raketen schon wieder aktiviert. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, die Raketen sind schon wieder aktiviert. Oh mein Gott, tu doch was. Ja, Bombe rüber. Oh. Die geben auf, die wollen aufgeben. Okay. Nehmen wir an. Huh, wir haben sogar 2 Treibstoff bekommen. Yeah, sehr schön. Dann jumpen wir jetzt gleich mal weiter. Oh, ins Tor. Ja. 149, das heißt, na, was heißt das? Reparieren. Egal, was man da kaufen kann. Obwohl, erstmal mal schauen. Mal gucken. Was kommen wir hier? Ja gut, kommen wir, ja. Ist überhaupt, ja. Ja, dann, wir könnten noch was verkaufen. Ah, die Defense-Drohne, die kann weg. So, und jetzt kaufen wir uns Fix All. Yeah, wir sind voll. Wir hatten bloß noch 4 Hülle, jetzt sind wir wieder voll. Ja, vielleicht sollten wir uns noch ein bisschen Treibstoff besorgen. Das wäre, glaube ich, auch nicht schlecht. Würde ich sagen. Das Cloaking können wir uns eh nicht leisten. Das geht nicht. Wäre aber schön, das brauchen wir irgendwann. Ja, kaufen wir uns halt einfach das nochmal. Und dann klappt das hoffentlich schon. Okay. Sehr schön. Wir sind wieder voll. Wir haben Treibstoff. Ja, besser kann es nicht laufen. So, aber jetzt müsste ich irgendwie mal schauen, ob wir noch irgendwas upgraden können vielleicht. Vielleicht die Engine, aber das kostet ja zu viel. Da brauche ich das da und dann brauche ich da auch nochmal 30. Scheint etwas viel zu sein. Aber ich mach's einfach mal. Dann haben wir wenigstens schon mal ein bisschen mehr Ausweichen. Ja, 5% mehr. Das kann man hier irgendwo sehen. Ja, 5% da. 45% haben wir jetzt statt 40. Sehr schön. Gut, dann jumpen wir weiter. Jetzt müsste ich aber noch so viel wie möglich mitnehmen. Den Distress auf jeden Fall. Ich muss jetzt irgendwie noch was rausholen aus der Sektion.
Sonst wäre es ein bisschen wenig irgendwie, wenn man jetzt hier kaum was gemacht hat. So, was haben wir denn hier? Eine. Okay, wir haben also wieder eine Space Station, die ein Satelliten-Defense-System kaputt ist irgendwie. Das schießt anscheinend auf alles Mögliche und so. Na gut, da wollen wir natürlich helfen. Und ja, wir haben bloß eine Option. Wir sollen einfach drauf schießen. Okay, dann schießen wir einfach drauf. Ja, klasse. Jetzt gerade repariert. Und jetzt hat uns das Selbstschuss-Defense-System hat zurückgeschossen anscheinend. Ja, klasse. Und dadurch haben wir wieder 5 Hirnschaden mehr bekommen. Geil. Ah, ist das toll. Ja, na gut. Ist egal, passt schon. Wir haben das irgendwie überlebt. Maria hat eigentlich ein bisschen Schaden, sehe ich gerade. Die müsste ich gleich auch mal heilen. Da, die Maria noch heilen. So, Lana ist ja voll, die kann raus. Stick ist auch voll, dann nehmen wir die Maria. So, dann wird die auch nochmal geheilt, sehr schön. Und dann schicken wir alle zurück auf ihre Posten. So. Und dann jumpen wir weiter. Wo geht's hin? Es geht nach da, also die Quest würde ich ja mitnehmen, aber ich möchte ja so viele Systeme wie möglich noch mitnehmen. Also, oh, ein Einbrecher, hier Intruder on board. Oh, das sind aber viele, 4 Stück. Ah, da versuchen wir wieder unseren schönen Trick, ne? Also wir ziehen jetzt erstmal alle ab. So, wir werden jetzt alle abgezogen. Alle in Bereiche, wo die Luft nicht rausgesaugt wird. Bin ich fies, ey. So. Okay, Türen sind alle offen. Nur die machen wir noch zu. So. Okay. Ja, die lassen wir so. Jetzt laufen alle dahin hoffentlich. Schnecki und wer auch immer alles da ist. Oh, was ist denn mit da unten mit Stick? Warum ist denn Stick nicht nach oben gegangen? Tenchi, kümmere dich um Stick da unten. Stick muss auch noch reingeholt werden. Okay, schön. Die werden auf jeden Fall schön geschaut. Und ja, die anderen, die bleiben einfach stehen. Ah, ich habe die Türen gar nicht aufgemacht. Okay. Jetzt aber. Stick ziehen wir noch weg. So. Und jetzt sperren wir die Leute einfach aus. Muhaha. Da. Oh nein, sie kommen in die... Okay, jetzt greifen die Stick an. Zu zweit auch noch. Das könnte etwas ärgerlich werden. Aber wir kämpfen trotzdem in meinem Bereich. Hier haben wir schöne Heilung. Können wir uns schnell heilen. Also kein Problem. So, die ziehe ich mal schnell weg. Weil die hat ziemlich viel Schaden bekommen. So, und jetzt haben wir eigentlich quasi schon gewonnen. Kein Problem. Wir haben auch gar keinen Höhenschaden bekommen, weil... Das Türsystem ist ja nicht rot geworden, deswegen gab es keinen Hüllenschaden. Also haben wir eigentlich gar kein Problem gehabt. Jetzt warte ich bloß, bis die Luft wieder da ist. Die Schnecke kann mal gucken. Okay, Luft ist da. Alle an ihre Station zurück. Und dann können wir auch schon weiterfliegen. Easy. Nur leider haben wir nichts bekommen dafür. Das ist halt immer so ein bisschen doof. Naja, achso, ja, Stick sollte man vielleicht noch heilen. Oh, jetzt bin ich ans Mikrofon gekommen. Es tut mir leid. Kann passieren. So, und Sticky Boy ist fertig. Weil Schnecken sind, glaube ich, geschlechtslos, auch wenn die eine Maria heißt und die andere Stick. So, dann fliege ich. Ich würde noch da rechts fliegen und dann zum Quest. Einfach, um mehr Systeme mitzunehmen. Treibstoff ist ja vorhanden, das geht schon. So. So, dann die Sultan, die wollen schon wieder eine Studie machen. Da kann man ein Crewmitglied verlieren, das weiß ich noch. Und ja, das ist immer so eine Sache. Aber wir machen es einfach, wir brauchen Scrap. Ah, und wir haben Scrap bekommen, sehr schön. Okay, dann jumpen wir einfach mal zum Quest. Da kriegt man hoffentlich auch noch mal ein bisschen was, wenn wir nicht kämpfen müssen, wie wir es sehen. Und ja, die Fenstrone Mark 1 bekommen und 33 Scrap, perfekt. Haben wir schon 64 und dann auf zum Exit. So. Bam. Haben wir hier noch irgendwas? Aha. Okay, da möchte jemand... Irgendwas ist da jetzt noch, die Space Station. Da ist eine beschädigte Space Station. Wir könnten jetzt da drauf gehen und schauen, ob noch jemand da ist. Oder wir ja zerhacken das ganze Ding einfach und holen uns die restlichen Sachen raus. Und das ist halt gedamaged, ja. Also die ist kaputt, die Space Station. Da möchte ich ungern drauf gehen. Da verliere ich vielleicht noch ein Crewmitglied. Deswegen einfach auseinandernehmen das Ding. Das bringt richtig schön Kohle. Na, 24 immerhin. Da können wir gleich was aufrüsten, oder? Naja, wenigstens mal gucken, ob wir was aufrüsten könnten. Naja, es geht so. Ja, vielleicht noch ein bisschen was sparen. Oder auch einfach mal die Engine hochtrecken. Das geht auch. Dann mache ich jetzt hier die Bombe einfach aus. Oder Dual Laser aus. Ne, hier, das geht nicht. Okay, kann ich jetzt nicht anmachen. Dann machen wir einfach hier und so. Ja, dann machen wir da einfach rein. Und dann haben wir jetzt schon 48% Ausweichskill. So muss das sein. Gut, dann der nächste Sektor, das sind die Rock Home Worlds. Da springen wir jetzt noch hin. So. Und dann muss man sagen, eine ganze Folge gespielt und quasi genauso wie beim letzten Mal. Kein Treibstoff,
die Hülle, die ist schon ziemlich dicke Damage und der Treibstoff ist weg. Klasse, das wird echt ein lustiger Spaß in der nächsten Folge. Gut, dann würde ich sagen, ich war der Tenchi hier von Snoops Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, tschüssi!